Ja, servus liebe Kinder, Dora, schön, dass ihr heute mit mir reinschaut. Heute basteln wir den schnellsten Drachen der Welt. Den habe ich von einem Kind gesehen und habe mir gedacht, das ist eine tolle Idee. Den muss ich sofort an euch weitergeben. In nicht mal 2 Minuten ist der Drachen fix und fertig und ihr könnt ihn fliegen lassen. Also, ich mache jetzt den Schweigefuchs und ihr dürft mir beim Basteln. Fertig ist, schneller geht es wohl kaum und wirklich nur mit den Sachen, die ihr auch zu Hause findet und habt. Gleich rausgehen und mit den Kindern den Drachen steigen lassen. Weitere tolle Bastelideen findet ihr auf kinderautor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich, euch wieder hier zu sehen. Fertig, servus! Ja, servus liebe Kinderautoren, der Herbst ist da und wie die bunten Blätter und die Herbststürme gehören zu dieser Jahreszeit auch das Drachensteigen. Da gibt es aber ein paar Maßnahmen, ein paar Regeln einzuhalten, rein zur Vertiefung. Wichtig ist zum Beispiel die Drachenschnur. Die darf in Deutschland nicht länger als 100 Meter sein. In manchen Städten ist das sogar auf 60 Meter limitiert. Drachenleine, sagen die Experten dazu. Die darf auch keine metallischen Anteile enthalten. Warum maximal 100 Meter? Ganz schlicht und ergreifend, damit ihr nicht mit Hubschraubern von der Bundeswehr oder Rettungsdienste oder von der Polizei oder vom Grenzschutz damit zueinander geraten und das in den Rotor entwickelt. Dann Abstand halten zu Hochspannungsleitungen, ganz wichtig. Abstand halten natürlich auch zu Flughäfen. Abstand halten zu Straßen, zu Militäranlagen, obwohl so viel gibt es da in unserem Lande nicht mehr. Und wenn Gewitter ist, den Drachen einziehen, auch wenn noch so ein toller Sturm geht, Drachen einziehen und bitte nach Hause gehen. Wir haben hier einen gekauften, ganz simplen, sogenannten Einliner, wie die Experten sagen. Ihr habt sicher schon am Strand mal gesehen, diese Jungs mit den ganz, ganz tollen Kites. Die haben ja dann gleich mehrere Leinen, aber wir geben uns mit einer
zufrieden. Das ist ein ganz tolles Modell, Einsteigermodell. Wir haben auch auf Kinderoutdoor euch schon mal Drachen zum Selbstbasteln vorgeführt. Hier der Klassiker, den hat schon gegeben, als ich nur ein Kind war, das ist schon eine Zeit her, der Weißkopfseeadler. Und ihr seht selber, ich habe heute gut Wind und der will schon losstarten, der Bursch. Der ist schon ganz heiß. So, als erstes schauen wir mal, da gibt es nämlich auch bei Einleinern, wenn ihr einen halbwegs vernünftigen habt. Das Tolle an dem, den ich hier habe, der ist in Deutschland gefertigt und nicht irgendwo in Asien. Also da können wir jetzt einsteigen, wenn es mal näher kommt, dann seht ihr es ganz gut hier. Wie stark ist der Wind? Mittel, leicht oder stark? Ich würde sagen mittel und entsprechend stellen wir jetzt das Ganze ein. Da kappen wir jetzt mal kurz die Schnur. So. Führen das nochmal durch die Öse durch. Und befestigen unseren Drachen daran. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, lassen wir den starten. Es gibt verschiedene Startmöglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, ein Kind hält den Drachen und ihr lauft dann los. Und wir prüfen als erstes mal die Windrichtung. Der Wind muss gegen den Drachen drücken. Und in unserem Fall seht ihr schon, neigt der Herr schon dazu abzuheben. Oder auch nicht. Also gibt es ihm dann die eine Methode. Ihr nehmt den in die Hand, so wie ich jetzt. Und lauft damit gegen den Wind. Und gibt ihm immer schön Leine in der Zwischenzeit. Schaut mal, wie hoch jetzt der schon oben ist. Seht ihr? Und wichtig ist, immer den Drachen schön im Auge behalten. Ja? Damit ihr auch seht, was der Bursche macht oder nicht macht. Also nicht einmal kurz mit jemandem an Rad schalten und nicht schauen, was der Drache tut, sondern immer schön den Drachen im Auge behalten. So. So, wer will halten, Kinder? Ja, vom ersten Start, liebe Kinderautore, ist wichtig, dass ihr die Windrichtung prüft. Beim Drachensteigen und beim Feuerspucken ist es unglaublich wichtig, aus welcher Richtung der Wind kommt. Da gibt es zwei Methoden. Anfeuchten und dann schauen, Zeigefinger, wo es kalt wird. Ah, von daher kommt der Wind. Okay, ich würde sagen, bei Corona-Zeiten ist es vielleicht nicht ganz so appetitlich, den eigenen Finger abzuschlecken. Dann nimmt ihr ein bisschen Gras, werft es in die Luft und schaut hin, wo es das Gras hintreibt. Also nur mal ein bisschen Gras nehmen oder Blätter in die Luft werfen und schauen, so treibt es weg. Also kommt aus meinem Rücken der Wind und ich brauche keine App dazu auf dem Smartphone, um das rauszukriegen. Um zu wissen, wie gerade die Windstärke ist, lohnt es sich, wenn ihr die Baumwipfel beobachtet ihr sich selber, hier ist gerade alles ruhig, das heißt wir haben Windstille, wir müssen jetzt ein bisschen abwarten, bis wieder eine kleine Böe kommt. So, ihr seht jetzt die andere Startmöglichkeit, ein Kind hält den Drachen. Ich habe jetzt in dem Fall die Schnur und laufe jetzt damit los. Und los! Und schon hebt er ab. Ja, und wie heißt es bei Mary Poppins? Wer ist nicht vergnügt, wenn hoch der Drachen fliegt? Die Kinder haben auf jeden Fall eine riesen Gaudi dabei. Kinder, Dora, ich pack's jetzt für heute langsam wieder. Beim Drachensteigen macht es auch mit den Kindern. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht's rauf auf ein abgeerntetes Feld, ganz klassisch wie früher. Und lasst dort den Drachen steigen oder sucht euch eine freie Fläche und geht mit den Kindern zum Drachensteigen. Auf kinderoutdoor.de findet ihr auch Ideen, wie ihr ganz einfache Drachen basteln könnt. Alles Einliner und wirklich schnell zu basteln, ohne dass ihr groß einkaufen müsst dafür. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr uns liked. Ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Wir sehen uns wieder draußen. Macht es gut bis dahin. Passt auf euch und die Kinder auf. Für den Servus, euer Uli. Ja, servus, liebe Kinderoutdoorer. Schön, dass du heute wieder bei mir reinschaut. Der Herbst hat ja seine schönen, aber auch seine grauen Tage, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Und da gibt es nur eines, rausgehen mit den Kindern, Kastanien sammeln und was draus basteln, bevor ihr die Kastanien immer schön brav mitwascht. Ja, heute basteln wir ein Tier, das in Mitteleuropa, in Deutschland nicht zu Hause ist, aber in größeren Zoos und Tiergärten zu sehen ist, nämlich die Giraffe. Und die Giraffe, die lohnt sich mal anzuschauen, die hat ja um so eine Art ja, Hörner, das schaut also jetzt schon so Joysticks, so hätte ich früher gesagt, so. Langen Hals, das ist klar, lange Beine und auch ein sehr interessantes Tarnmuster. Und entsprechend, das wollen wir heute so umsetzen. Was braucht ihr? Zwei Kastanien, zwei Schnittspieße,
Farbe, Wasserfarbe mit Pinsel. Dann entweder ein Multitool, wie in dem Fall das Leatherman Signal, oder ein Taschenmesser. Und da ist wichtig, mit einem Stechdorn, von den Profis alle genannt. Und das Multitool sollte natürlich auch einen Stechdorn haben. So, Klinge sowieso. Dann ein Stück Schnur, ein Garn als Schwanzel. Da entweder Pompons oder eben solche fertigen Glotzeraugen. Könnt ihr euch auch kaufen, beziehungsweise selber aus Konfettis herstellen, die ihr aus dem Loch habt. Ja, und schon legen wir los. Und wichtig ist halt auch wieder bei der Reihenfolge, dass wir ein bisschen hier mit Verstand vorgehen, so sehr es auch das Basteln Spaß macht. Zuerst bereiten wir mal alles vor. Also, wir bohren 4 Löcher für die 4 Beine unten in die Kastanie hinein. So, dann steht schon mal unsere Giraffe auf eigenen Füßen. Hinten auch ein Loch für das Schwanzel. So, und oben ein Loch drauf für den Hals. Wir rekapitulieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Löcher reingebohrt in den Körper der Giraffe. Jetzt kommt der Kopf. Da bohren wir unten ein Loch rein für den Hals. Und dann bohren wir oben auch noch eins und daneben parallel nochmal eines hin für diese Hörner. Also wir haben jetzt auf der 3 gebohrt und auf der 6 sind zusammen 9. Ja, wie eine Rechenaufgabe, Textaufgabe. So, als nächstes bereiten wir nun den Hals und die Beine der Giraffe vor. Die Beine dürfen ja bei der Giraffe, wie wir wissen, gerne länger sein. Die ist ja sehr auf sehr großen Fuß sozusagen unterwegs. Die schneiden wir entsprechend her von den Schaschlikspießen. Da brauchen wir natürlich 4 und die kommen dann unten in diese 4 vorbereiteten Löcher hinein. So, 2, 3 und dann brauchen wir nur eins, dann haben wir 4. So, da. Dazu komme ich gleich später. Die lassen wir noch kurz liegen, die 4 Giraffenbeine. So, 1, 2, 3, 4 Beine. Jetzt als nächstes brauchen wir den Hals, der darf auch ruhig etwas länger sein bei der Giraffe, wie wir wissen. So, der Hals kommt daher, der und das ja, durch Zufall jetzt genauso lang geworden wie die Beine, ist ja wurscht. Und da machen wir jetzt nur oben diese Knubbel, wie wir gesagt haben. Haben wir dann 2. So, das ist jetzt schon mal alles vorbereitet. Und wenn ihr ein Werkzeug nicht braucht, immer einklappen, wichtig, das gilt auch für die alle. Nicht, dass ihr da unaufmerksam seid, so ein bisschen rumfummeln und plötzlich greift ihr da rein. Muss nicht sein, dann fließt Blut und ihr braucht ein Pflaster. Deswegen habe ich auch ein Pflaster gar nicht aufgefüllt. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten, nämlich zum Bemalen der Giraffe. Die hat also richtig schöne Tarnfarben. Wichtig ist, wenn wir jetzt hier keine Acrylfarben verwenden, sondern die Wasserfarben, bitteschön, wenn es darum geht, die Kastanie anzumalen, malt es bitte mit wenig Wasser. Jetzt am Holz hier, also an den Füßen, am Arm und so weiter, Arm soll ich schon, hat es ja keine, am Hals, ist es völlig egal, ob ihr jetzt da Füllwasser oder wenig hernimmt. Wir grundieren zuerst mal das Ganze mit eben so einer Sandfarbe, würde ich sagen. So, schön grundieren das Ganze. Ihr seht, meine Finger sind auch schon grundiert. So, Hals und Beine sind soweit durch. Jetzt kommen noch oben diese Knubbels. Und nochmal einer. So, da. Und jetzt gehen wir zum Giraffenkörper über. Die lassen wir jetzt kurz trocknen. Und wenn wir nicht so arbeiten wie jetzt im Moment, dann haben wir sehr wenig Leerzeit. Und das Schlimme ist ja immer für die Kinder beim Basteln, wenn sie auf irgendwas warten müssen, dass die Farbe trocken ist oder weiß der Kuckuck was, da kriegen die ihre Zustände. So, und ihr seht selber, wir malen jetzt dieses Flecktarnmuster, wie es die Giraffe hat. Das darf gern unregelmäßig sein, so wie bei der Giraffe auch. Eben mit dieser Sandfarbe.
Und ihr seht schon, das Ganze nimmt immer mehr Gestalt an. Wenn ihr jetzt nicht so wie ich da hinein grapschen wollt in die Farbe, stellt doch das Ganze einfach auf ein Spießchen, das überblieben ist. Und ihr könnt wunderbar, ohne in die Farbe zu greifen, also ohne in die Kastanie zu greifen, damit die Kastanie jetzt bemalen. Und ihr seht selber, wirklich völlig unfreiwillig, gelingt mir da eigentlich sehr, also Eigenlob stimmt bekanntlich, aber gelingt mir da jetzt wirklich ein sehr ansprechendes Tarnmuster, so wie es ja die Giraffe eigentlich hat, damit sie da in der Steppe der Wunder, der Savanne da wunderbar getarnt ist. So, schaut mal her. Also ich würde sagen, das kann man als Giraffenkörper durchgehen lassen. Das ziehen wir jetzt vorsichtig ab und lassen es trocknen. So, als nächstes spießen wir uns unten am Hals den Giraffenkopf auf. Und auch hier wieder wenig Farbe und eben, wie gesagt, dieses markante Flecktarnmuster, das die Giraffe hat. So. Also müsste jetzt kein großer Maler sein, um das halbwegs hinzubekommen, diese markanten Flecken von der Giraffe. Da schaut mal das an, wie schnell und wie toll das geht. Also einfacher geht es ja gar nicht. So, das lassen wir jetzt mal in Ruhe trocknen. Jetzt in der Zwischenzeit, meine Lieben, sind schon die Beine der Giraffe fertig. Und die sind ja auch nicht durchgehend so sandfarben, sondern die haben ja auch so diese braunen Flecken drauf. Und die male ich jetzt mit dazu. So, einfach mal drehen das Ganze in der Hand und schwuppdiwupp haben wir auch schon diese markanten Giraffenflecken. Dasselbe gilt jetzt, ich sage mal, für die Hörner, auch wenn es de facto keine sind. Völlig egal, wir machen da trotzdem das Ganze drauf. So, jetzt bis natürlich jetzt auf dem Hals, bis auf dem Hals brauchen wir das jetzt nicht, aber wir können natürlich auch noch Hufe hinmalen am Ende. An ein Ende von den Giraffenbeinen. Die machen wir jetzt einfach dunkler. So, und schaut sehr, schon hat die Giraffe ein perfektes Bein. Hier auch nochmal. So. Und hier auch. Das fünfte Stäbchen malen wir eben nicht an, weil das da heiß ist. Ja, und jetzt haben wir alles beieinander. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das Ganze so halbwegs trocknet. Ich würde sagen, ist fast schon so gut wie getrocknet. Und ich baue jetzt einfach mal die Giraffe zusammen, weil die Kinder sind bekanntlicherweise sehr ungeduldige Menschen. Ich auch. Und deswegen basteln wir jetzt einfach mal weiter. So, jetzt werden wir hier hinten das Schwanzel schon mal reinmontieren. Also da ist jetzt wirklich wichtig bei unserer Bastelei, dass ihr da eine gewisse Reihenfolge einhaltet, weil sonst läuft das Ganze leicht aus dem Ruder. Wenn ihr zum Beispiel jetzt erst das Schwanzel nach den Beinen festmacht, dann kann es euch durchaus passieren, dass dann das andere oder eine oder andere Bein runtergeht und dann fällt wieder der Kopf ab und so weiter und so fort. Also das macht dann alles sehr wenig Spaß an und für sich. So, jetzt schaut ihr, die Giraffe steht schon auf eigenen Beinen. Das davor muss noch etwas verlängern, habe ich gesehen. Schaut mal her. So, jetzt als nächstes kommt der Kopf dran. Der ist noch etwas nass. Oder Farbe, die ist noch etwas sehr feucht. Da muss ich nochmal nachpinseln. So, oder? Aber nicht so schlimm, das haben wir jetzt alles schön aufgespießt. Das heißt, wir können hier nochmal ein bisschen nachmalen. Ja, alles nicht so schlimm. Ihr seht es selber. Da sind wir völlig entspannt dabei. So, als nächstes kommen jetzt die Hörner. Die setze ich jetzt ein. Eins und zwei.
Na, das muss ich noch ein bisschen anspitzen, auch nicht schlimm. So, schaut fast schon fertig aus, die Giraffe, ist es aber nicht, weil wir noch ein bisschen was tun müssen. So, meine Lieben, ich setze jetzt gerade hier noch die Augen auf. Ihr seht selber, ich habe jetzt hier oben Pompon als Nase, zwei auf die Hörner und diese Kulleraugen. Und schon haben wir eine wunderschöne, liebenswerte Giraffe aus Kastanien hergestellt. In kurzer Zeit. Und diese Bastelei, die eignet sich auch super für die Gruppenstunde für den Kindergarten oder wenn es um einen verregneten, nebligen, grauen Herbstnachmittag und die Kinder nicht wissen, was zu tun ist, geht mit ihnen raus, sammelt Kastanien und dann habt ihr einen Grund rauszugehen. Auch die Kinder sind da glücklich, wenn sie mal aus den vier Wände rauskommen, sucht Kastanien und bastelt sowas Hübsches draus wie hier unsere Giraffe. Seht selber, das ist ratzfatz passiert. Und sieht wirklich, wirklich toll aus. Ja, meine Lieben, weitere Bastelideen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne den YouTube-Kanal abonnieren. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Macht es gut bis dahin. Für den Servus.